Ey, die Tür ist kaputt. Ja, die habe ich kaputt gemacht aus Versehen. Warte Jungs, ihr könnt die angreifen, ich... Oh mein Gott! Okay, sie ist drinne, wir haben verloren. Brauchen hier drin mal Fackeln und so, ist echt dark. Was feuern? No shit, Sherlock. Oder ist das hier nicht... Nee, ist das eine Wegmarkierung? Alter, habt ihr auch manchmal, ihr werdet einfach weggezogen, als wäre, nehmt ihr euch irgendwas? Nee, ich habe mich aber gewundert, weil du irgendwie durch die Welt dich mit 2 FPS nicht mal mit 2 Sekunden pro Frame bewegt hast. Mit 2 SPF hast du dich bewegt. Was ist das? Das Weed, wo kriegt man Weed-Stem her? Was ist das? Da sind dann jeden Morgen so Wassertropfen drin. Oh mein Gott, das ist fucking gut. Und was ist das? Eine Lampe. Oh man, wie wär's, wenn du das Spiel einfach auf Deutsch stellst? Das würde uns viel erleichtern. Guck mir doch mal, wie süß. Es ist schon ein bisschen was gewachsen. Was ist denn das? Na, das ist Unkrautstängel. Unkrautstängel. Du Idiot. Haben wir das in der Kiste? Nein. Das haut man ab, Alter, vom Löwenzahn. Spielst du das Game heute zum ersten Mal? Ich hab noch nie Base gebaut. Was soll ich machen? Ja, weil du immer nur für dich selber Equipment farmst. Richtig. Danke, Ruben. Endlich sieht's mal einer. Facts. Ein Weedstem brauchen wir noch. Perfekt. Am besten ein zweites daneben noch. Wenn ich... Alles klar, gehen wir dann schlafen. Brauchen wir so Silk-Dings. Silk. Davon hatte ich nur 5. Ich habe noch 10 davon, von den Netzfäden. Nein, ich habe 18 davon. Perfekt. Warte, ich baue hier noch ein zweites daneben. Ich bin in unserer Base. Ach ne, doch nicht. Die ist einfach direkt draußen. Jungs, guck mal. Ey, das ist eine Wolfsspinne. Ach du Scheiße. Oh, ey, Jungs, wir werden geradet. Wir werden angegriffen, verteidigt. Wir sind geradet, wir werden geradet. Ich verstecke mich in dem Ding hier. Ich verstecke mich in dem Ding hier. Warum zum Fick ist die hier? Jungs, komm, wir töten die jetzt. Ich hab hier glaubt geschworen. Glaubt ihr, die kann springen? Scheiße, ja, die können springen. Eine hat mich doch mal angesprungen, als wir am See waren. Speer. Ah, die macht unsere Base kaputt, wie... Weiß ich nicht was. Ey, der Speer macht echt gut Schaden, wenn man so... Forze, Junge! Dumme Forze, Junge! So ein Feuerball, Junge! Headshot. Alles klar, ich stell mir Speere her. Na, holt die Speere, Jungs! Holt die Speere! Unsere... Ja, natürlich! Die will da reinkommen! Ich kann mir einer muss runter und sie ablenken. Alles klar, Jungs. Ich weiß, was meine Aufgabe ist. Tschüss! Ciao! Ja, also, ich bin auch weg! Ich weiß, was meine Aufgabe ist. Ich helf dir, Martin. Ey, du Mungo! Futze! Die springt über den Stein drüber, willst du mich verarschen? Ich bin Junge! Hat mich gebissen, die Futze! Ich bin raus! Tschüss! Tschüss! Ich versteck mich hier drin, tschüss! Das war's! Diese verrückte Mungo! Ich muss meine Pfeile aufsammeln. Wenn ihr Pfeile habt, gib sie mir. Jetzt hätte die eine Wand kaputt gemacht. Ey, die Tür ist kaputt. Ja, die habe ich kaputt gemacht aus Versehen. Warte Jungs, ihr könnt die angreifen. Oh mein Gott! Okay, sie ist drinne. Wir haben verloren. Oh mein Gott, die vergiftet! Das Gift ist fucking stark, Jungs! Oh! Hat sie sich regeneriert? Wir brauchen doch eine neue Base. Oh mein Gott, sie ist darüber gesprungen! Das Gift ist so stark, ich sterbe gleich! Nein! Die Base verloren. Kann mich einer hochholen, bitte? Oh Gott. Oh mein Gott, Junge. Ich muss wegrennen, Alter. Ich bin auch gleich tot. Ich wurde auch gebissen. Ich bin in der Luft gestorben. Ich bin tot. Yes. In die Fresse, du Fotze. Nein. Die wurden überrannt. Holy shit. Ich glaube, wir kommen hier. Sie ist in der Forschungsphase drin. Ich glaube, wir kriegen die Base niemals zurück. Die können wir so vergessen. Meine Maus wird mir nicht angezeigt! Weil ja, sie ist irgendwie stuck in der Forschungsstation, aber ich kann sie nicht angreifen, weil sie die ganze Zeit mit mir mitgeht. Ich denke, das ist vielleicht nicht die beste Option halt in der Forschungsstation. Ich kann sie töten, sie ist hard stuck. Geh schnell wieder alle hin. Nein! Gut, dann muss ich halt über den dicken Baum gehen. Warum kommen die da hin? Greift sie, aber lauft nicht von hinten an ihr ran. Sonst dreht sie sich einfach wieder um und tötet uns alle wieder. Martin, wie bist du da rübergekommen? Kann hier gerade die ganze Zeit auf, wenn du über die Mauer springst, über den Nagel, aber gleich hinter der Wand ist eine große Spinne. Ich bin dran vorbei, ja.
Warum kommt einfach eine Wolfsspinne da vorbei? Digga, wirklich, die hat mich voll gescared. Ich sehe auf einmal Riesenbein, ich denke mir so, ach, alles gut. Auf einmal habe ich es realisiert, dann okay. Dann kann ich da, greife sie an, kann ich da einfach drauf. In die falsche Richtung. Ist mir scheißegal, ich gehe da rein, wo ich reingehen will. Nicht von hinten an. Am besten, ich weiß nicht, vielleicht einfach lassen und ich mache sie jetzt einfach fertig, bevor dann noch... Ich hau ihre Beine auseinander. Ja, am besten ich mich da oben. Ja, wenn du schlägst, ich schlag mit dem Speer ein. Fick sie, Jungs, fick sie! Ja! Du dumme Hure! Du dumme Fotze! T-Bag, T-Bottin. Du dumme Hure! Du Hure! Erforsch mal das Zeug, was ihr von ihm bekommen habt. Man braucht einen Rucksack. Oh, sorry. Au! Digga, meine Maus, warum ist sie unsichtbar? Oh Gott, hier ist vergiftet. Das ist nur eine Wolfspinne! Warum ist alles vergiftet? Willst du mich verarschen? Genau, da ist noch eine. Sie kommt Base! Wir müssen hier sofort wegziehen, Alter. Das ist nicht sicher. Oh mein Gott, die kommt wirklich zur Base! Holy shit! Das ist nicht sicher, wir müssen hier weg. Safe. Das ist wie in the Forest, die wissen jetzt, wo wir wohnen. Ja. Die wissen, wo unser Klo scheißt. Sie ist in der Base! Sie läuft unter mir entlang! Ist sie mad auf euch schon? Ja, ne? Nein. Kommt nicht in die Base! Ich betrachte das alles von ganz weit weg. Sie verlässt die Base in Richtung Roman. Was? Sie geht Richtung Maschine. Oh mein Gott, das ist so intimidating, wie diese Blätter sich da so bewegen. Ja, for real. Das ist aber verstörend. Okay, sie ist an der Base vorbei. Ja, holy shit. Jungs, scheiß auf die Base, alles sie mit hat umgedreht, sie kommt zurück, Roman, pass auf. Oh, tschüss, ich hau rein. Ich bin schon über die Berge. Lass alles Alter, Roman, versteck dich, die kommt bestimmt gleich wieder rein. Oder? Ne, sie dreht wieder. Ach du Scheiße, Digga. Warum läuft denn die jetzt Patrouille? Wir müssen uns sofort einen anderen Spot suchen, wo wir hinbauen. Das ist so schade, ne? Aber ich bin froh. An den Teichrand können wir auch nicht, weil da haben wir letztens gesehen, dass sie da auch Rampen patrouillieren. Wir müssen allgemein mal ein bisschen erkunden, weil wir haben ja. Da Baumhecke haben wir ja ganz viel erkundet beim Teich. Wir haben ja hinter uns, rechts von uns und links von uns ja noch ganz viel zu erkunden. Also Richtung Ameisenhügel und Richtung Milben haben wir noch gar nichts gemacht. Ja, ja, und hinter uns halt, da wo die Wolfsspinne kam. Vielleicht mal zum Ameisenhügel gehen. Haltet sich das Gift von dieser Zone weiter aus? Ich glaube nicht. Hinter uns ist Gift, ja. Ich war vorhin da, aber jetzt vielleicht breitet sich das aus, Junge. Ist irgendwann die ganze Map vergiftet, ich glaub's auch. Ja, was ist auch vielleicht gut. Muss man seinen Hammer upgraden, damit man bessere Sachen... Ich denke, es gibt bessere Hammer, wenn schon eine bessere... Ich glaube, upgraden. Nein, pass mal auf, weil es... Wenn es schon eine Insektenachs gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch einen Insektenhammer oder so einen Kack. Ich upgrade einfach mal. Aber dann hätten wir den noch freigeschaltet durch das Einsammeln von gewissen Dingen. Ja, ich weiß ja noch nicht. Vielleicht ist aber immer noch falsch. Man kann ja immer testen, weil wir haben ja da hinten in der Tic-Tac-Dose sind ja diese... Tic-Tacs oder was auch immer das ist. Eisdinger. Keine Ahnung, irgendwelche Bonbons, Kaubonbons oder so. Die kann man ja auch abbauen mit dem Hammer. Da brauchen wir halt auch was Besseres. Wir haben jetzt auf jeden Fall bessere Waffen hier. Können wir mal versuchen. Gut, ich hab einfach einen aufgeladenen Schlag drauf. Drei? Oh, okay, wir starten. Okay, ich bin tot. Rückzug. Du bist in meinen Speer reingerannt. Ah, lol, ja, ich spüre in meinem Arschloch. Die Sache ist, er hat gar keinen Bock, wirklich zu kämpfen. Den ersten Lebensbalken haben wir raus. Ich hab nicht mal drauf geschlagen, ich hab trotzdem den ersten. Zweiter ist down. Ich bin in ihm. Er muss die ganze Zeit nur mich fokussen, ich hab das Schild, dann kann ich den ganzen Schaden blocken. Jo, die Ameise ist aktuell auf uns, Jungs. Der nächste ist down. Er hat's Balken. Gemobbt, du Fotze! Was? Die died. Schönes Ding, Jungs. Oh, das war ja easy. Halt so. Gut, ab sofort Marienkäfer töten für bessere Rüstung. Aber draufstellen, voll smart, hey? Nein, der kann ich mit einem Rammangriff trotzdem treffen.
Er hat aber da hingeschlagen, wie Pferd! Ey, du Kackbirne! Wir haben was mitgebracht. Wie kriegt man den Seerosenwachs, Mann? Muss man dabei die Seerosen... Unter den Seerosen wächst manchmal so ein Wachs. Manchmal? Ich fänd's übel cool, wenn es auf diesem komischen Wasserding da hinten was wachsen oder irgendwas Spezielles ist. Kann denn nicht auch mal was auf dem Wasser wachsen? Ich will da echt nicht runter. Also unter den Dingern spawnt was, das muss man... Ach, da ja, ich hier. Ich weigere mich, da unter ist Wasser zu gehen. Der Koi ist irgendwie stark, habe ich das Gefühl. Lass sie töten. Okay. Der bewegt sich da hinten nicht. Nee, das ist einmal toter Koi, weil was? Von der Map her. Doch, er bewegt sich, aber er ist stark, glaube ich. Soll ich mal hier schwimmen? Nee, diese Kaulquappen sehen so dumm aus. Aber okay, es gibt auch solche Atem-Bubbles. So, ich habe 5 Bugs. Wie viel brauchen wir insgesamt? Warte. Aber für ein normales Kiemen brauchen wir jeweils 2. Der hat so Narben an ihm dran, siehst du? Hm. Der wird bestimmt von den Kohlquappen gemacht. Der Wasserspieler, holy shit, ich bin so raus aus dem Wasser. Ja, hab ich ja gesagt. Warte mal, ich erspähe die Kreatur. Das ist eine Wasserspinne, ja. Das ist genau das, wonach es aussieht. Also dieser Keul macht so komische Geräusche. Lol, Martin, guck mal hier hinten, das ist einfach so ein komischer Seekrebs, Alter. Da, viele, pass auf. Viele, pass auf. Da ist ein Dings. Ja, die, haben, die machen gar keinen Schaden. Echt? Waterboatman Finn? Was ist das? Muss ich dafür Kaulquappen töten? Stimmt, die sind komplett ungefährlich, die Wichser. Ja, die machen gar keinen Schaden für ihn. Hier ist eine Ruderwanze. Ruderwanze. Ja, hier ist gerade eine Gruppe aus 2. Das ist es wahrscheinlich. Was? Das ist wahrscheinlich Boatman Finn, Junge. Das hat keine Flosse, das Ding. Na, die Beine, oder nicht? Lass den mal versuchen zu töten, Peter. Okay. Ein Wasserfloh? Nee, eine Ruderwanze. Okay, die greift ja nicht. Ja, ja, das ist es. Ruderwanze, ja, sag ich doch. Ich schwimme mal nach da hinten, nach ganz hinten in den Teich, wo wir noch gar nicht sind. Ich sehe da irgendwas Rotes, kann sein, dass das Labor ist. Ich weiß nicht. Kommt einer mal mit in die Richtung, in meine Richtung so? Ich bin direkt hinter dir. Ja, warte, ich komm mit. Jo, das ist die Basis hier, das Rote. Das ist eine Wasserspinne. Oh mein Gott, diese Wasserblase hat mich gerade gerettet. Na. Wo kriegt man denn Seegrasfaser her? Das ist einfach das Seegras ganz unten und das musst du mit einem Messer hacken. Ganz unten? Ganz also unten. Oh mein Gott, 2 Wasserspinnen, ich bin so raus aus dem Wasser, ich komme nie Oh mein wieder. Gott, sie waren direkt unter mir, vor allem. Ja, die Wasserspinnen sind das einzige Gefährliche, was bis jetzt so am Teich rumschwimmt. Ich habe kein Messer. Ich will die eine nicht in Ruhe lassen. Oh mein, du machst das abbauen, ich habe kein Messer. Martin hat auch ein Messer. Ich habe ein Messer, aber es ist stark beschädigt. Musst du reparieren mit einem Stein. Den Seidensaal kriegen wir so einfach. Okay, Wasserspinnen haben echt nicht viel Leben, aber machen höllischen Schaden. Ja, die hat mir gerade ein Viertel meines Lebens mit einem Biss. Nee, ein Halb meines Lebens weggebracht. Was? Digga, die cheatet. Gestorben? Boah, die haben wirklich kaum Leben. Hier können wir schwere Waffen benutzen. Wasserspinnenbrocken. Boah, ich dachte gerade, hier ist irgendwas ekliges, langes drin, Junge. Auch so eine Seeschlange, so eine ganz kleine, würde ich auch nicht. Alter, imagine, da wäre ein Blutegel oder so eine Pisse drin. Ey, ja, dann würde ich mich auch nicht mehr ins Wasser trauen. Ja. So eine halbdurchsichtigen Glipscher rutschen dann da durchs Wasser und saugen dich einfach fest und du erkennst sie erst irgendwie so einen halben Meter vor dir. Ja. Martin, aufpassen. Wolfsspinne. Ich würde am besten eine kleine Base auf dem Seerosenblatt machen, weil die Wolfsspinne. Ey, deine nicht. Oh Gott, die kommt zu. Hübs, die kommt, Alter. Die sind die Krähe da? Das ist voll geil hier. Nee. Da, genau geradezu da oben. Nee. Ach da, ja. Wo ist die Krähe? Glaubst du, die kann uns angreifen? Nee. Soll ich mal einen Speer werfen? Nee. Ich werf mal einen Speer. Ein Sinn muss hier halt. Den triffst du nie. Ein Sinn muss hier haben. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Deko ist, weil die fliegt ja auch. Die fliegt ja auch. Die war ja das eine Mal auch auf dem einen Laser drauf. Soll ich mich mal ihr nähern über die Rosenblätter? Vielleicht mach ich jetzt mal. Ihr irgendwie Federn oder so ein Scheiß. Ja, die Federn hab ich schon gesehen, die kann man abbauen. Digga, hier
warum man hier das weggesloppt hat. Ich bin ein verdorsten, dieser Assi. Atzi. Oh shit, Digga. Oh, was machst du denn da machen? Oh, warte mal, eine Wolfschwinge hinter mir. Wolfschwinge sind übrigens nachtaktiv. Ich würde halt gern das abbauen, aber das ist halt die Wolfschwinge, die machen ja. Wir müssten vielleicht nochmal 2 Nussschalen holen. Ich war gerade da, hätte es früher sagen müssen. Das ist doch hier genau neben uns. Ja, aber da ist ja die Wolfsspinne irgendwo in der Nähe. Ja, kann ich bezeugen. Nee. Augensichtung. Ich würde halt gern nur... Hast du dieses Bernstein-Ding? Bernstein-Ding? Ja, keine Ahnung, diese Ohren. Nee, mein Inventar ist komplett leer. Halt, so. Ja, mein Inventar ist immer, bevor wir losgehen. Ja, hätte er das Spiel auf Deutsch, könnte er mit uns kommunizieren. Warum muss es überall Spinnen geben? Warum hätte das Wasser nicht mal ein Safe-Ort sein können? Als ob das Wasser ein Safe-Ort ist, wenn du ein kleiner Mensch bist. Für mich ist das trotzdem Safe-Ort. Ja, oder? Vielleicht mal keine Spinne irgendwo, aber nein, überall muss irgendeine Spinne rumgangeln. Ich habe jetzt vier. Wasserwanzen, meine. Ab in die Antarktis, da gibt's gar nichts. Ja. Da ist eine Schneespinne. Dann gibt's auch nach 10 Minuten uns nicht mehr. Das, Fiete, ist ein Faktor, den man natürlich nicht außer Acht lassen darf. Hier? Ich mach das, was ich am liebsten mache. Die nächste Spinne, Junge, verpiss dich! Größten Mal. Und die nächste! Holy shit, ich bin umgeben von Spinnen! Ich hab 2 von den Atmungsdingern. Oh man, es ist schön, nicht an unserer Seite zu fahren. Vielleicht ist die Basis doch ein bisschen zu ambitioniert gewesen. Wir können Ziplines bauen. Ja, oh, das habe ich vorhin im Shop gekauft. Wow, dafür gibst du Sachen aus? War nicht viel. Digga, ich lauf hier einmal durch diesen scheiß Dschungel. Auf einmal kommt mir eine Riesenspinne entgegen und ich merke, das ist eine Wolfsspinne. Cool. Mutation? Raucherlunge? Stark. Eine Raucherlunge. Geil. Kann mal jemand helfen, hier den Wald abzuhacken und das alles, in die Base zu stecken? Also hauptsächlich erst in die Base stecken. Das Abbauen mache ich alles schon. Achso, okay, ich bin hier. Ich kann immer nur 2 Mutationen haben. Komm mal ganz kurz her. Ich habe ein Geschenk für dich. Mach halt einfach. Bitteschön. Mit auf jeden Fall alle die Hauptballungen, wenn ihr tauschen geht. Pfeile musst du dir selber herstellen. Okay. Ich muss auch erst noch welche finden. Also diese komischen Stacheln. Das hat Gott nicht mehr. Gar nicht gut ist. Die drüben kannst warum du auch kaufen, zum ja. Fick sind da 3 Moskitos? Alles ist nicht mehr sicher. Gar nichts ist mehr sicher. Gar nichts ist nicht ist noch sicher. Paul 42 wählt die NPD, hat erfahren, dass noch mehr Flüchtlinge kommen. Hier ist nichts mehr sicher. Gar nichts. Hinter mir ist ein Apache-Helikopter hinterher. Aua, aua, Junge, warum machen die so viel Schaden? Man verpiss dich. Was machst du eigentlich hier im Sumpfgebiet? Ich mach nichts im Sumpfgebiet. Die Viecher sind mittlerweile am Wasser. Das heißt, da ist unsere Base auch nicht mehr sicher. Deswegen baue ich ein Dach über unsere Base, by the way. Ich glaube nicht, dass das was bringen wird. Das bringt was. Wir bauen uns eine riesengroße Brücke über den See. Ist mir scheißegal, ob man außen rum rennen möchte, kann. Ich möchte das haben. Die Milchkarton da hinten irgendwann mal. Look at me, Roman. Da kommt das sieht so hässlich aus. Ja, zieh mir die Maske runter und talk face to face zu mir. Ich will nicht, nein, ich will nicht dafür, dass wir es jetzt schon verschwenden. Das hat verdammt gute Haltbarkeit. Ach so, verstehe. Ich dachte, es war so einmal gesehen. Okay, 89 Sekunden haben wir unter Wasser. Hä? 80 Sekunden. Ja. Woanders? Warte, da hinten. Sehen wir geradeaus. War ein rotes Licht irgendwo, ne? Ich finde das unglaublich gut, dass der Dingenskirchen nicht aggressiv geht auf uns gerade. Ja, der ist halt immer noch Sack. Das Einzige, was aggressiv ist, sind die Spinnen. Und selbst die sind hier nur in kleinen Maßen. Oh, da sind Skelette. Hier ist das ein Kabel. Ja, wahrscheinlich die Bones. Das ist ein Kabel. Nur ein Schlauch. Ah, ich hab hier unten. Aber da hier ist das kein Eingang. Der Eingang ist rechts daneben. Rechts daneben? Irgendwo hast du eine kleine Mühle gesehen. Deswegen dachte ich, dass das vielleicht. Ist das ein Schildkröten nicht? Holy shit, wie es hier unten aussieht. Ist das hier, was leuchtet hier? Alter, ein Diamantring, Junge. Jo!
Oh. Jo, wir sind rein. Was steht da drauf? W plus ich C, herzlichen Glückwunsch. Da ist eine Wasserspinne hinter euch. Ich muss nach oben. Mann, ihr könnt doch einfach die Bubbles nehmen. Ihr könnt die Bubbles nehmen. Okay. Hast du? Ich hab's markiert. Hallo, Jungs, die direkt neben dem links, links daneben. Öffnen konnte ich. Ah, nee, es war einfach einfach. Ach, oh, da, lol, ja. Gefunden. Rein, rein, rein. Okay, man kann hier nicht atmen. Wir haben echt wenig Zeit. Hier brauchen wir einen Schlüsselkarte. Nein, geht's ja hier schon gar nicht mehr weiter. Krass. Gibt es hier noch safe mehr und nicht nur dieses eine Zeug hier? Was ist denn das hier eigentlich? Ich weiß nicht, ich brauche jetzt erstmal Sauerstoff. Irgendwie sieht aus wie so ein Helm, finde ich, aber ein ganz schön dummer Helm. Ich kann den anstechen, aber er verliert sein Leben. Oh, ich wurde gegessen! Ah! Er wurde gekeult. Macht keinen Schaden, der hat kein Leben. Roman, mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Ich wurde fucking gegessen. Kopf, oh mein Lutz Gott, ist der, weg, ist direkt hier, der ist direkt hier unter uns, Rips. Du kannst hier durchsehen und ihn sehen.